Für Gent. Jetzt wollen wir das aber mal nicht als schlechtes Omen nehmen. Dass Gent jetzt aufdreht, weil sonst wird das hier nochmal richtig spannend in Schwerin. Aber erstaunlich, dass Gent die Auszeit, das ist die technische Auszeit, aber die Genter Damen stehen schon am Spielfeldrand. Die haben wohl gar nicht so viel zu besprechen, scheint mir das. Ja, ich nehme mal an, dass sie mächtig Hummel im Hintern haben, dass sie sich jetzt zeigen wollen. Ihren Start in den Satz quasi jetzt anlegen, so wie und den Vorsprung von Schwerin wieder nivellieren können. Ob ihnen das gelingt, werden wir jetzt sehen nach der Angabe von Maja Parale. Und das war sehr variabel gespielt. Und der Punkt geht an Schwerin, der Ball im Aus. Aber es war gut gespielt von den Belgiern. Da haben sie mit Antäuschung gespielt und da war der Block aufgerissen von Schwerin und die Möglichkeit zum Punkt da nicht genutzt. Maja Parale. Diesmal deutlich besser der Schlag. Da war der Block, glaube ich, auch nicht schnell genug oben von Schwerin. 9-4. Der Ballgenähe mit dem Punkt und jetzt auch der Angabe für Gent. Sie mit der gefürchteten Sprungaufgabe. Und der Punkt ebenfalls an Schwerin. Da war eine Belgierin dran, der Ball von Adlerow war zweimal aus und er wäre auch ohne Berührung ins Ausgegangen, aber Glück für Schwerin, 10-4. Und sie schlägt auch auf jetzt. Diesmal deutlich besser gespielt, die Lücke gefunden von Schredefer, die jetzt auch zur Angabe kommt. 10-5. Und Topic mit dem Punkt zum 11-5. Diesmal stand der Block, aber der Ball rollt über den Ishanke hinweg und dann keine Chance mehr für Adlerobber, den Ball zu bekommen. 11-6. Ja, man sieht, also die Belgierin hätten auch in der deutschen Volleyballliga, an der ersten Liga der Frauen, ein gewaltiges Wörtchen mitzureden um die Playoffs. So wie die sich hier präsentieren, stehen die nicht, wahrscheinlich nicht umsonst auf dem zweiten Platz in ihrer heimischen Liga. Und Hut ab, also hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der Ball im Aus von Schwerin und Guss mit der Angabe. Und der Kaufeld, Hanke Kaufeld, erfolgreich gegen den Block, 12-7. Ja, dabei kann man natürlich sagen, dass Gent ja ungefähr etwas mehr als doppelt so groß ist wie Schwerin. Und dass ein Zusammenschluss von vielen kleinen Volleyballclubs ist. Und der Block von Schwerin jetzt zum 13-7. Ja, da steht Maja Parale Gold richtig. Und Hanke wieder mit der Sprungaufgabe. Und der Punkt geht an Schwerin, da war niemand mehr dran, so habe ich es auch gesehen. LeMay sieht das etwas anders, aber entscheidend ist das Votum vom Schiedsrichter. 14-7 und jetzt Auszeit genommen von Gent. Ja, es ist schon etwas deutlicher als im ersten Satz. Ne? 14-7, der SSC vorn. Aber wie gesagt, man darf diese Damen aus Gent überhaupt keinesfalls unterschätzen. Die können auch wieder in diesem Satz zurückkommen.
Ja, normalerweise würde ich dir da widersprechen wollen, hätten wir nicht den letzten Satz gesehen. Nachdem Schmarin dann in Führung gegangen war, sie sich wieder zurückgekämpft haben, sich die Führung und den Satz geholt haben. Da hat sich das Bild, unser Bild, was wir von dieser Konstellation hatten, Schmarin gegen Gent, völlig auf den Kopf gestellt. Ja, der zweite Satz hat uns alle überrascht. Also waren auch viele Fehler auf Schariner Seite, die das mit ermöglichten. Aber ich, wie gesagt, die Leistung der Damen aus Belgien keineswegs zu verachten. Die hätten auch in der ersten Volleyballliga in Deutschland gute Chancen, das Playoff zu erreichen. Ja, und jetzt gab es auch den nächsten Punkt für die Belgierinnen Van de Steene mit der Angabe jetzt 14-8. Also schön mit Übersicht gespielt. Nicht nur von Maya Parale, die gegen den doch gut gestellten Block der Belgier dann auch richtig reagiert, aber allein angestellt auf Kauffeld. Dann doch die Variante auf Parale gespielt. Sehr dicht ans Netz, dass die Damen aus Belgien ja gar nichts mehr machen konnten. 15-8. Das war eigentlich eine gute Variante von den Belgierinnen. Kurze Variante gespielt, da war die Lücke da. Aber sie nutzen sie nicht, der Ball im Aus und deswegen technische Auszeit. Beim Stand von 16-8 und das ist doch schon eine deutliche Marke. Ja, es sind Belgien jetzt nach dem Zwischensport, der in den zweiten Satz gebracht hat, ein bisschen die Luft ausgegangen. Ja, scheint so. Sie brauchen, glaube ich, erst wieder dieses Erfolgserlebnis, um zurückzufinden in diesen Satz. Aber wie gesagt, abschreiben darf man sie nicht. Das passiert ganz schnell. Ja, da haben wir im Volleyballsport schon einiges erlebt. Ich spreche dann nur das Spiel beim DVV-Pokal gegen Stuttgart an, wo man mit zwei Matchbällen eigentlich schon Haken dran gemacht hat im vierten Satz und das Spiel dann im fünften abgibt. Ja, das ist natürlich schon bitter. So eine Spielausgänge sind sehr, sehr bitter für ein Team. Und da ist natürlich auch die Kunst des Trainers gefragt, diese Mädels wieder aufzubauen, aufzurichten, neu zu motivieren. Und ich glaube, das kann der Tore Alexandersen sehr gut. Und das haben die Mannschaft ja auch gezeigt im Nachhinein. Die letzten Partien in der Liga, die liefen doch alle sehr gut für den SSC. Ja, spricht auch für den Charakter der Mädchen. Mira Topic jetzt erfolgreich zum 17-8. Dass ihnen das gelungen ist, dass sie sich da aufgerichtet haben am Anfang der Saison. Gesagt haben, wir sind noch nicht bei unserer vollen Leistungsstärke. Wir konzentrieren uns auf uns, spielen unseren Stiefel durch. Wollten bis Anfang Januar, wollten sie auf dem Punkt sein. Und das hat ja terminlich fast ganz genau gepasst. Und jetzt scheitert Adlerova am Block. 17-9. Also kann man davon ausgehen, unabhängig wie das Spiel heute hier ausgeht, es ist für beide Mannschaften Stand jetzt eine gute Saison. Ja, auf alle Fälle. Also beide Teams stehen sicherlich im Soll bei ihren Vorhaben, was die Liga in der heimischen Liga angeht. Und jetzt im Achtelfinale des Challenge Cup zu stehen, natürlich will man dann auch so eine Spiele gewinnen und ins Viertelfinale einziehen. Aber wie gesagt, beide Mannschaften sind im Soll und hier ist es ja auch, wie gesagt, sehr spannend. Das steht nach Sätzen 1-1. Herr Kadre eben mit der Aufgabe für die Belgierin und wir sehen mal wieder einen längeren Ballwechsel. Und Mira Topic mit einem Billardpunkt für Schwerin. Erst am Block und dann hinten. Na, wir kriegen den Ball nicht wieder ins Spiel hinein und deswegen der Punkt für Schwerin und Berit Kaufeld bei der Angabe. Und gut rübergelegt von der Schreiber und der Punkt für Gent 11-18.
LeMay mit der Angabe. Und der Ball von Patricia Thormann ganz sauber ins Aus. Ja, es ist aber auch schwer, da noch an diese Antenne vorbeizukommen und dann, ne? Hat nicht sein sollen, 18-12. Und der Punkt von Adler Robba, 19-12. Fachade kommt für einen Aufschlag. Und Janine Völker wird gleich für Adler Robba nochmal ins Match kommen. Guter Block jetzt von Hanke. Und gute Übersicht von Patricia Thormann. Ja, Punkt für Schwerin, 20-12. Ich hielt es eigentlich eben für die schlechte Variante, weil sich der Block eigentlich auf Thormann eingestellt hatte. Aber dir war das egal, sie hat ihn einfach vorbeigeschlagen. Und Denise Hanke mit dem Ball zu weit. 20-13. Und jetzt sehen wir sogar die Ersatzspielerinnen der Belgier feuern da ihre Mannschaft mit an. Ein toller Ball von Thormann, aber klasse geholt von den Belgiern und die machen verdient ihren Punkt. Auf alle Fälle verdient dieser Punkt für die Damen aus Gent, 20-14. De Valgenier. Und erneut der Block der Belgier durch Van der Steene. 20-15. Und Tore Alexandersen reagiert da. Denn Gent spielt gerade mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen. Das ist das jetzt eingetreten, was ich gesagt habe vorhin. Die Gentler brauchen Erfolgserlebnis und den haben sie jetzt zwei, dreimal. Und da scheint der Spielfluss der Schwerinerin etwas unterbrochen zu sein, Entschuldigung. Und schon nimmt Tore die Auszeit. Denn 5-Punkte-Polster sind auch im Volleyball nichts. Ja, und die Auszeit ist vorbei. Es geht weiter mit Angabe für Gent. Durch Balgenier. Und sie bringt sich selbst ins Hintertreffen mit der Fehlangabe. 21-15. Und der angesprochene Wechsel von Janine Völker für Wendula Adlerova.